Oh, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Es geht um Geräteeinsätze für die Kanalsysteme von Oberbettermann. Mein Name ist Martin Würstlin, ich bin der Produktmanager für Installationstechnik bei Alexander Bürgle und heute haben wir die besten Referenten von Oberbettermann für uns gewinnen können. Das ist der Herr Ausinat und der Herr Wiggeshoff. Und Sie werden uns heute einiges über die Einsätze erzählen für Ihre Kanalunterflursysteme. Ich darf jetzt das Mikrofon übergeben an die Kollegen von Oberbettermann. Ja, vielen Dank, Herr Würstlin. Und schmeichelt uns jedes Mal wieder aufs Neue, wenn Sie uns ankündigen. Ja, wir heißen Sie auch herzlich willkommen zu dem heutigen Online-Seminar Unterflursysteme. Heute geht es um das Thema Geräteeinsätze und wie Sie sehen, ich mache das Ganze nicht alleine. Nein, ich mache das zusammen mit meinem charmanten Kollegen Carsten Ausnert in der Position des Schulungskoordinators bei Oberbettermann. Kurz und knapp, was heißt es? Er unterstützt mich im Prinzip bei der Erstellung der Unterlagen, der Themen auch für viele Bereiche im Unternehmen, für die Schulungsbereiche. Und wir arbeiten da sehr eng zusammen und das klappt auch sehr gut. Ja, danke schön, Patrick. Ja, der Herr Wiggeshoff, das ist die Person, die Sie quasi als allererstes am Hörer, als Mail oder als Kontakt haben. Wenn Sie mal ein bisschen mehr erfahren wollen von uns bezüglich Schulungen, Seminare, Präsenzveranstaltungen, was auch immer. Wir als Duo machen das jetzt schon seit einem Jahr, diese Online-Seminare, quer durch unser Produktportfolio, was immer mehr wird. Ja, wir haben uns zusammengerottet, ne, kann man so sagen. Genau. Ne? Ja, Ästhetik trifft Technik. Nein, aber das passt schon. Und deshalb freuen wir uns auch heute, dass wir mit Ihnen ein bisschen mehr über Geräteansätze sprechen können. Wir haben jetzt ja schon die letzten drei Grundlagen, Estrich überdeckt, Estrich bündig. Und jetzt gehen wir halt quasi in die Essenz. Beste Programm nützt ja nichts, wenn man nicht Software hat dafür. Genau. Du hast es ganz gut gesagt, Ästhetik trifft Technik. Das trifft nicht nur bei uns zu, also wenn du das meinst, dass es so bestimmig ist. Das trifft auch bei den Geräteeinsätzen zu. Ja. Und das wollen wir Ihnen in der heutigen Veranstaltung einmal zeigen. Herr Würstlin war ja schon so freundlich, hat das eingeleitet hinsichtlich der Sidebar. Da wissen Sie Bescheid. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die lieben gern. Wir beantworten wir die dann am Ende der Veranstaltung. Da freuen wir uns drüber. Wie gesagt, Infomaterial ist da, passend zur Veranstaltung. Und ja, Carsten, Geräteeinsätze, was erwartet uns da grob? Wir haben jetzt gesprochen, wie man Leitungen führt, was es für Möglichkeiten gibt, Systeme einzubringen. Estrich überdeckt, Estrich bündig, wie auch immer. Aber eigentlich macht das ja nur Sinn, wenn man auch diese Daten oder den Strom abgreifen kann. Jetzt, spätestens jetzt müssen wir uns Gedanken machen, was nehmen wir überhaupt dafür? Wir müssen Geräteeinsätze konfigurieren. Und da gibt es eine ganz große Vielzahl an Möglichkeiten, was man machen kann, was man bedenken sollte, was man tunlichst vermeiden sollte. Und auch da ein bisschen planerisch sollte man auch schon da hervorgreifen. Aber das machen wir jetzt Schritt für Schritt. Genau. Und das haben wir mit unserem Partner Alexander Bürgle mal für Sie hier auf die Beine gestellt und freuen ihn, das Ihnen jetzt präsentieren zu dürfen. Und wir starten mal mit einem kurzen Überblick über die Geräteeinsätze, die wir haben grundsätzlich. Das sehen wir mal hier. Und da sehen wir schon gleich, es gibt verschiedene Anwendungsfälle. Ja, was du aber auch siehst, es ist völlig gleichgültig, was für ein System du hast. Du hast links, du hast rechts, hast du das estrich überdeckte Kanalsystem, über dem wir gesprochen haben. Hm. Gut, Unterzugdose, Unterzuggerätedose, kommt ein Geräteeinsatz rein. Dann hast du einen Systemboden, basierend auf schweren Platten mit Marmorboden oben drauf, wo auch ein Geräteeinsatz reinkommt. Hm. Und du hast links, hast du einen ganz normalen, ich sag mal, Verwaltungstrakt, Teppichboden, mit Geräteeinsätzen rund und einmal eckig, Rastschieber und Griffbügel. Aber du siehst, denen ist es völlig gleichgültig, wo sie eingesetzt werden, ob der Untergrund ein Systemboden ist, Estrich überdeckt, Estrich bündig. Die sagen sich, gib uns, wo wir uns wohlfühlen können und dann bau uns ein. Genau. Und das machen wir auch mal. Aber grundsätzlich gibt es ja auch da Anforderungen. Also man kann ja nicht einfach drauf losbauen und sagen, ja, das kriege ich schon hin irgendwie, sondern das ist ja irgendwie alles geregelt und wir haben uns die Anforderungen mal angeschaut, baukonzeptionell und architektonisch zum einen und haben mal hier vier Punkte aufgeführt, die da ganz elementar sind und beginnen tun wir da mit dem Bodenbelag. Da können wir gleich schon, das ist ein Geräteansatz, eckig, das ist der GS9. Was sehen wir hier? Wir haben Polyamid und wir haben mit Metalldeckel als Belastung. Wir haben aber nur 5 mm Bodenbelagaussparung. Das heißt, was passt hier rein?
Linoleum vielleicht, ein ganz, ganz dünnen Laminat. Und wenn du vielleicht ein bisschen dünneren Holzboden hast, könntest du ihn auch noch hier reinkriegen, aber bin nicht passend. Wunderbare Spielwiese für Teppichboden. Wenn wir jetzt schon wissen, wir haben keinen Teppichboden, sondern wir haben Massivholzboden, so einen Schiffsboden oder wir haben vielleicht sogar Steingut oder Fliesen, dann bleibt uns nur der Weg über eine Kassette, weil wir sehen hier, in der Kassette können wir gleich schon viel mehr reinbringen. Da sind wir nämlich gleich bei ungefähr 20 bis sogar 25 mm Bodenbelag, den wir hier einbringen können, hier mit Tubus. Das heißt, wir können auch hier Feuchtraum bedienen oder Nasspflege bedienen. Also, du siehst schon am ersten Schritt, was möchte der Kunde hinterher für einen Belag haben? Womit hat er sich angefreundet? Entscheidet sich schon, was nehme ich für Geräte einsetze? Genau. Dann ist aber auch wichtig die Pflege. Also das ist ja schön und gut, wenn ich weiß, was nehme ich für einen Geräteeinsatz. Ich habe den und den Fußboden, aber kann ich das überhaupt machen mit den Systemen, die ich da verbaut habe? Und da sind wir wirklich bei der Pflege. Da gibt es ja dann Trocken-, Feucht-, Nasspflege. Ja. Wie ist es da geregelt? Auch hier da schon wieder gleich im Vorfeld, wenn du mit den Gedanken spielst, du möchtest Teppichboden haben, willst aber mindestens einmal im Jahr so eine Teppichauffrischung machen mit allem drum und dran, dann geht das vielleicht, wenn man vorsichtig ist. Aber wenn du sagst, nein, ich möchte wirklich eine Maschine haben, die auch mal Wasser auf dem Bodenbelag aufbringt, der auch mit Reinigungsmitteln versetzt ist, wo eine Bürste hinterher scheut, hinterher wieder aufsaugt, auch dann bleibt denn nur der Weg, dass du ein System verwendest, was auch dafür gedacht ist, das heißt Nasspflege geeignet ist. Und da sind wir wieder bei diesen Polyamid-Geräteeinsätzen auch schon wieder außen vor. Die haben zwar hier einen Teppichschutzrahmen, die haben aber keinen Schutz gegen Feuchtigkeit eindringen. Das heißt, wenn es hier nass wird und eine Pfütze draufsteht für einen längeren Zeitraum, dann kommt das rein in den Innenraum, sprich in die Geräteeinsätze, sprich in den Stromkreis, kommt zum Kurzschluss. Dann bleibt ja auch nur der Weg zu sagen, okay, ich gehe auf eine Kassette mit Tubus. Der Tubus ist dicht schließend, der ist auch Nasspflege geeignet, denn nur so wird daraus ein Schuh. Fußbodenbelag und die beiden Sachen spielen sich ja in die Hände. Ne? Ganz klar, ja. Also wenn ich einen Teppichboden habe, mache ich keine Nasspflege. Und wenn ich einen Marmorboden habe oder ich nehme irgendwie einen Terrazzo, dann gehe ich nicht mit einem Staubsauger drüber. Kann man schon, aber kannst sogar schon Kercher nehmen. Mhm. Okay, dann haben wir die Ästhetik natürlich auch. Wir sehen hier schon rundeckig. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das entsprechend zu gestalten. Rundeckig, Edelstahl, Messing, was möchte ich gerne sehen? Möchte ich viel sehen? Und dann sage ich immer wieder, ich habe hier das beste Beispiel in den Händen. Ich habe hier einen runden Geräteansatz und einen eckigen Geräteansatz. Beide leisten das Identische. Sprich, hier passen 12 Modul, 45 rein, hier auch. Aber ich erzähle das jedes Mal, ich weiß, dir hängst wahrscheinlich aus den Ohren raus. Wenn der Planer sagt, ich bringe jetzt hier in das Gebäude, in den Großraumbüro, bringe ich jetzt eckige Geräteansätze rein. Das kann alles auf planerisch wunderbar in der Flucht angeordnet sein. Wenn du beim Einbau der Geräteansätze oder beim Dosen nur einen halben Zentimeter nach links springst oder nach rechts springst, und das Auge sucht sich eine Flucht genau an der Kante hier. Man sieht sofort, dass einer links und nach rechts rausspringt. Darum sagen viele, ich möchte gerne runde Geräteansätze haben, weil da kann man das Auge ein bisschen täuschen. Aber da argumentiere ich mal dagegen, wie oft ist ein Großraumbüro oder eine große Fläche mit ich leer? Dann achtet man nicht mehr darauf. In den seltensten Fällen, außer du hast wirklich Empfangszahlen oder ähnliches, ja, im Hotel oder wo es wirklich drauf ankommt. Dann nimmst du dann auch Kassetten, weil du hast, wenn du ein Hotel wieder hast, hast du wahrscheinlich keinen Teppichboden, also Teppichboden schon, hast aber nur dezent irgendwo gesetzt, weil du hast bestimmte Laufwege, du willst du nie was hinbauen. Okay. Als letzten Punkt natürlich die Belastung, auch ein Thema. Ja. Carsten hat gerade schon mal angesprochen bei der Bodenpflege, wenn Sie damit Reinigungsmaschinen und sowas drüber fahren, die haben natürlich auch ein gewisses Gewicht. Mhm. Aber viel interessanter wird es natürlich, wenn Sie die Geräteeinsätze oder grundsätzlich die Unterflursysteme im Bereich von Autohäusern oder Flughäfen, wo auch immer, einbauen und da fährt man wirklich ein Auto drüber, dann muss man da auf Schwerlast ausweichen. Einmal Verkehrslast generell, dann hast du recht, dann kommt doch mal, wie oft siehst du im Flughafengebäude diese Hubwagen, die mal irgendwas installieren müssen, die haben ja auch schon mal eine Tonne oder eine halbe oder mehr sogar, wenn da auch zwei Personen draufstehen, die das dann hochfahren und oben welche Leuchten installieren müssen, dann können die mit den Reifen auch mal auf so einer Kassette stehen und wenn die dafür ausgelegt ist, sprich schwerlasttauglich, dann sagt die, ja gut, eine Tonne kann ich mindestens und ich kann sogar bis auf 2 Tonnen gehen, wenn ich rund bin, also so gesehen, Schwerlastanwendungen hat man jetzt nicht nur
visuell jetzt im Autohaus, sondern sehr, sehr oft auch in anderen Bereichen, wo es halt immer wieder passieren kann, dass da mal jemand rüberläuft und ist nicht wie ich, ein Leichtgewicht, genau, sondern dass man ein bisschen mehr kommt. Gesunde Selbsteinschätzung, Carsten. Ja, muss man haben, muss genau. man haben. Du hast es gerade schon in die Kamera gehalten, ja, die Geräteeinsätze in rund und eckig. Mhm. Und du hast ja die größten uns hier mitgebracht. Richtig. Und wir sehen hier wunderbar, ja, es gibt die auch noch in weiteren Varianten, ja, in rund und eckig. Also die eckige Version ist es hier, der GS9. Den haben wir, also generell müssen wir unterscheiden. Eckig, Geräteeinsätze sind aus Polyamid und wir haben auch die in Metall. Dann haben Sie die Qual der Wahl. Möchten Sie gerne Rastschieber haben, die Sie einfach links und rechts, die Sie richtig betätigen und dann der Deckel aufspringt? Oder möchten Sie das Ganze gerne haben, wie hier bei dem Runden, mit einem Griffbügel, den Sie so hochziehen können? Das heißt, da haben Sie schon die Möglichkeit zu sagen, okay, was ist mir lieber, Griffbügel zum Hochziehen oder die Rastschieber, sieht ein bisschen eleganter aus. Dann die Größe. Die Größe ist das Entscheidende. Wir haben bei eckig haben wir von Zweier, also der GS2, GS4, GS6 und GS9. Auf den ersten Blick denkt man sich, ja gut, das sind jetzt Zahlen, was verbirgt sich hinter den Zahlen? In den GS2 passt so ein Universalträger hier rein. So, halte ich meine Kamera. Was sehen wir hier? Wir sehen hier 3 Modul 45. Jetzt sagen Sie, wo kommen die 2 dann her? Die 2 bezieht sich immer auf Fremdgeräte. Das heißt, dieser Universalträger könnte 2 Fremdgeräte von irgendeinem Hersteller aufnehmen und damit wäre quasi das Maximum erreicht. Mhm. Da wir aber mit Modul 45 auch arbeiten, könnten wir in diesen GES2 auch 3 Steckdosen reinbauen. Das heißt, Modul 45 erlaubt uns immer noch eine Stufe höher. Das geht sogar so weit, wenn ich sage, hier in dem GES9, das ist der Gerät, habe ich ohne Deckel, wir schrecken sich das einfach ohne Deckel hier. Sie sehen, wir haben hier 3 UTC, also 3 Universalträger drin, 4 für 4 mal Modul 45, 4, 8, 12, hier haben wir einen freigelassen, also 12 Stück könnte man da reinkriegen. Das Gerät heißt aber nur GS9, weil für 9 Fremdgeräte, 3, 6, 9. Aber durch Verwendung von Modul 45 können wir es sogar auf 12 hoch pimpen. Und Sie sehen, hier hinten haben noch viel mehr verbaut. Wir haben fertig konfigurierte WLAN. Wir haben sogar einen Überspannungsschutz hier eingebaut. All das sieht man von hier oben gar nicht. Aber hier unten bieten die Geräte welche noch Möglichkeiten und Platz, das alles noch einzubauen. Das heißt, die Entscheidung, was Sie verwenden wollen, hängt natürlich groß davon ab, was möchte ich hinterher da abgreifen? Ist das nur eine Versorgung für einen Tannenbaum? Ist das nur ein Arbeitsplatz? Da kommt nie hin oder da kommt ein Drucker hin. Dann reicht da völlig ein GS2. Da kommt eine Steckdose hin und ein Datenjack. Und das war es dann gewesen. Allerdings, wenn Sie jetzt planerisch ein bisschen anders gehen und jetzt mache ich mal das Extreme. Sie haben einen Estrich überdeckten Kanal und Sie haben geplant, oh, ich nehme jetzt die Unterzugdosen, die 250er, die kleinen. Ich habe da mal eine mitgebracht. Das ist die kleine hier. Die haben Sie verbaut. Die ist im Estrich drin. Die da rauszuholen ist ein bisschen schwierig. Jetzt sagen Sie sich, oh nö, da kommt jetzt ein runder Geräteeinsatz rein. Der R9, okay, der gefällt mir. Dann nimmst du den R9, dann stellst du feste. Funktioniert nicht. Passt nicht. Das heißt, mit der Auswahl der Unterzugdose am Anfang setzen Sie schon quasi das Maximum an Möglichkeiten genau feste. Wenn Sie jetzt, Sie können mit der Unterzugdose 250, können Sie diesen hier, diesen Kameraden da reinbringen. Da gibt es sogar einen Montagedeckel für. Der ist zwar nicht groß, aber der passt genau da rein. Das heißt, auf eckig gesehen wird das funktionieren. Bei rund geht es nicht. Also, man muss sich halt ein bisschen Gedanken machen im Vorfeld, welche Unterzugdosen verwende ich und was ist die maximale Ausbaustufe, die ich vielleicht mal irgendwann erreichen möchte. Genau, wichtige Background-Information, die der Carsten uns da in die Hand gibt. Und vielleicht kann er das auch machen bei dem Geräteeinsatz mit Tubus. Wer weiß, wir versuchen es mal, unser Glück. Den haben wir auch mal mitgebracht. Carsten holt gerade das Muster ran und da sehen wir auch, er ist auch für theoretisch für 9 Fremdgeräte geeignet oder kann auch 12 von uns Modul 45 Geräte einsetzen. Und was ist der Vorteil dieses Gerätes? So hast du auf dem Foto auch das sehen, das siehst du jetzt wunderbar. Wenn du da aufklappst, hast du mir Geld gestohlen, sag mal. Nee, hier lag vorhin ein Centstück, habe ich extra geholt, damit wir das Ding hier aufmachen können. Ist egal, wir können es auch so darstellen. Sie sehen auf dem linken Foto, sehen Sie, da ist der Deckel auf. Der ist bestückt mit Geräteträgern, wie Sie möchten. Hier von unten sehen Sie das. Sie haben hier die Rastleitern, da würden also auch reinpassen. 3-mal ein UTC4, also für
12 Modul 45 oder für 9 Fremdgeräte. So, dann ist er bestückt. Deckel zu, Affe tot. Die Maschine kann drüber fahren, da kann nass gepflegt werden, da kann sogar mal eben 750 Kilo Last draufstehen. Das ist alles kein Problem, das kann dieser Graf 9, so heißt er nämlich, alles vertragen. Jetzt möchtest du aber Daten abgreifen und auch Strom abgreifen. Dann nimmst du den Tubus, dann holst du dir den hoch, dann nimmst du den Tubus hier oben ab, geht relativ simpel, dann hast du hier, guckst du in den Gerätebecher. Dann nimmst du die Stecker, steckst sie da unten rein, wie du es gerne möchtest, dann werden die ausgeführt. Dann nimmst du wieder diesen Tubus-Oberteil und drückst die wieder da rein. Dann hörst du, ist der fester drin und du siehst, hier Leitungen können da rauslaufen. Ja. Wunderbar. Aber du hast hier noch wie so ein kleines UFO-Rändchen, noch so einen kleinen Rand stehen von 1 Zentimeter. Und der sorgt dafür, dass selbst wenn nochmal so eine Waschmaschine herfahren sollte, dass der Wasserschwall zwar hier drauf liegt, aber nur hier vorstößt, aber nicht eindringen kann. Mhm. Das heißt, auch dafür ist Schutz da. Und wenn du den gar nicht mehr haben möchtest, dann musst du den erst, den kannst du den Tubus versenken, dann versenkst du das ganze Ding, drückst das da rein, dann ist das Ding weg. Das heißt, man sieht dann gar nichts mehr. Und das ist auch der Urzustand. Das ist auch dann IP65 geschützt. Das heißt, dann kann wirklich meine Wasserlache draufstehen. Das ist egal. Okay, super. Wenn Sie Fragen zu dem Gerät haben, dann sprechen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns über den Chat, öffnen Sie die Sidebar und dann können Sie auch in den Chat entsprechend Ihre Nachrichten eingeben. Wir machen weiter mit den Kassetten. Die sind genauso wichtig und oh Wunder, die gibt es auch im eckigen Grund. Ja, auch da haben wir die unterschiedlichen Größen genommen. Das hat, man ist ja konsequent. Kassetten gibt es bei eckigen in 2 Größen. Das ist die R4 und die R9. Das ist also wirklich, da bleiben wir quadratisch. Denn wenn wir bei den Polyamid-Bereichen haben wir R2, R4, R6 und R9. Die 4er und R9 sind immer quadratisch. Aber R2 und R6, die sind ein bisschen rechteckig. Hat man bei Kassetten nicht gemacht. Da hat man einfach nur gesagt, okay, wir haben eine 4er-Kassette, also R4 für 4 Fremdgeräte, 6 Modul 45. Oder wir gehen auf R9. Also für 9 oder für 12. Kassetten haben diesen Vorteil, wie ich vorhin schon sagte, wenn Sie sich dazu entschieden haben, dass Sie eine Schwerlastanforderung haben möchten oder Sie möchten gerne einen größeren Bodenbelag haben, Steingut, massive Fliese oder an irgendwas, kein Problem. Das kann die nämlich die Kassette aufnehmen, weil da haben wir nämlich bis auf 25 mm die Möglichkeit des Bodenbelags hereinzugehen, wo stattdessen bei einem normalen Geräteeinsatz aus Polyamid hier, das ist bei 5 mm ist ja schon Feierabend, notfalls noch 7, da kann man ein bisschen variieren. Da gibt es nämlich so Sätze, die man nachkaufen kann, da kann man die Platte hier rausnehmen, setzt eine andere Platte da rein, dann kommt es ein bisschen tiefer. Also da kann man ein bisschen noch mit spielen. Aber wenn Sie wirklich mit Nasspflege arbeiten, dann bleibt Ihnen nur der Weg über eine Kassette. Okay. Genau, da könnten wir auch erstmal über die normalen Kassetten, egal ob rund oder eckig, da könnten wir in Anführungszeichen Fliegengewichte problemlos drüber laufen. Also die halten bis 300 Kilo aus, hast du gesagt? Die normale Kassette kann ja sogar bis 500, das ist also kein Ding. Der Graf 9, den ich gerade gezeigt habe, also hier der Nasspflegetub, den Tubus, der macht 750 Kilogramm. Da müssen wir uns auch keine großen Gedanken machen, so in der Kassette drin. Aber genau. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, was ist denn, wenn da wirklich mal, ich bin im anderen Anwendungsbereich, sprich Autohaus oder auch Flughafen, wo, wie du gerade auch sagtest, da beispielsweise eine Hebebühne oder was mal drüber fahren muss, weil irgendwas an der Decke installiert werden muss, Licht ausgetauscht wird, wie auch immer, dann bin ich im Schwerlastbereich. Dann brauchst du schon wieder eben Schwerlastbereich, da müssen wir differenzieren zwischen Schwerlastbereich SL1 und SL2. SL1 ist alle, was eckig ist, bis eine Tonne und SL2 kann bis 2 Tonnen. Also SL1 sind 10 Kilonewton und SL2 sind 20 Kilonewton und 2 Tonnen. Ne? Ist schon mal was. Ja, aber jetzt müssen wir wieder einen kleinen Gehen. Die Kassette, also das, was Sie verbaut haben, irgendwann mal im Estrich, bleibt da drin. Da müssen Sie nicht mehr ran. Das ist auch, wäre auch ein bisschen blöde. Auch der Kanal ist auch unabhängig davon. Aber was wir jetzt brauchen, wir brauchen Schwellerstützen. Die werden diagonal eingesetzt. Hier, jeweils zur Ecke, ging hier so rüber diagonal. Und wir brauchen einen Montagedeckel, weil ein Montagedeckel ist ja quasi das, wo dieser Geräteansatz hinter sich drin reinhängt. Und der muss auch schwerlastmäßig ausgelastet sein, also ausgelegt für sein. Er hat auch nochmal Stützen. Das heißt, wir haben hier Schwerlaststützen auf der Kassette. Wir haben den Montagedeckel mit Schwerlaststützen, die auf dem Boden aufliegen. Und dann kommt nochmal die
Kassette dann da rein. Das heißt, das ganze System ist komplett aufeinander abgestimmt. Da kannst du mit normalen Montagedeckeln nicht arbeiten. Da kannst du auch mit normalen Kassetten nicht arbeiten. Das heißt, du musst da wirklich Produkte haben, die komplett zusammenpassen und noch zusammengreifen. Okay, super. Alles klar. Dann bist du da auf jeden Fall dann auf der nummernsicheren Seite, ne? Ja. Im Prinzip mit dem Schwerlastsystem. Wir haben eben, ist schon angesprochen, Carsten, Modul 45 in den Geräteeinbausystem, verwenden wir gerne, weil dann kannst du auf jeden Fall mehr Stecker oder Einsätze Richtig. Unterbringen. Wir sehen das auch hier nochmal bei der Modul 45. Was hat denn noch für Vorteile? Ich habe hier immer so ein UTC-4, also Universalträger für 4. Sieht der aus? Der hat hier unten noch Bodenplatten, habe ich mal einfach mal aufgemacht, damit Sie sehen, das ist kein Hexenwerk. Da sind hier so wunderbar kleine orangen Hebelchen dabei. Und diese Hebelchen, die dienen dafür, dass wir hinterher das in der Rastleiter, wie hier dargestellt, das ist die Rastleiter hier an der Seite, dann werden die einfach verklickt. Also die da drin. Und die Rastleiter können sie ein bisschen hochgehen, können sie runtergehen. Wenn sie Stecker haben, die da oben reinkommen, da brauchen sie auch ein bisschen Platz. So, wenn du jetzt einen normalen UTC-4 hast, wie diesen hier, dann kannst du den belegen mit 3 Fremdgeräten. Wenn du aber jetzt Modul 45 verwenden möchtest, dann nimmst du so einen Rahmen, da wird hier reingeklickt. Das ist dann einfach Klick, Klick, Klick. Dann hast du hinterher sowas. Du hast ein UTC-4 mit 2 orangefarbenen, sprich könnte Sicherheitsdraht und Sicherheitsverkabelung sein, aus einem eigenen Stromkreis und die ganz normale. Dann hast du hier einen fertigen Becher, bestückt mit 4 Modul 45, das mal 3, bist du bei 12, was du mit regulär nicht hinkriegen würdest. Wir haben auch solche Klappen, diese Fitterlingsdinger, die rastet man einfach hier oben rein, sind ja drin. Dann könnte man jetzt hier sagen, okay, ich befestige jetzt hier meinen ganz normalen Geräteeinsatz, den ich mir normal hole oder ganz normale Steckdose aus dem Baumarkt, ich weiß, die kann ich dann hier auch reinbringen. Das heißt, du bist da ein bisschen flexibler. Mix würde auch gehen. Das heißt, hier nur 2 Modul 45 rein und hier eine ganz normale alte Daten-Telekommunikationsdose mit TAE-Stecker, die es halt nur, wo es Modul 45 nicht für gibt. Du siehst, du hast da die vielfältigsten Kombinationsmöglichkeiten, wie du was abgreifen kannst. Genau. Und die charmanteste Version hast du da dargestellt. Du willst auch das Gleiche hinaus. Ja, haben wir hier auch schon mal. Das sind fertig konfektionierte, ja, was sie hier quasi machen, was sie hier auch manuell verkabeln müssen, mit anschließen und, haben wir hier schon fertig. Das sind fertig konfigurierte Gerätebecher quasi, also mit 4 Steckdosen drin oder 3 oder wie auch immer. Und dann sind die schon fertig verkabelt, dann müssen sie nur das Kabel hier reinklicken und das andere Ende kommt an diesen Consolidation Point, den wir da im Doppelboden sehen. Das heißt, es ist eine zentrale Spannungsversorgung. Und da kann man einfach nur reinstecken, ist eine wunderbare, schnelle Art und Weise, wie man mal eben Verkabelung generieren kann, indem man einfach den ganzen Gerätebecher herausnimmt mit der Anschlussleitung und tauschen aus gegen Datenjacks oder ich was. Also du bist da mehr als flexibel. Okay, super. Dann schauen wir uns das nochmal genauer an mit den Universalträgern. Du hast gerade schon viel drüber gesprochen. Ja. Wir sehen auch nochmal hier, was ich da alles einsetzen kann und wie ich es einsetzen kann. Beispielsweise auch Datentechnik. Aha. Was sehen wir denn zum Beispiel in der Mitte des Bildes? In der Mitte sehen wir jetzt, dass wir haben eine Metallkassette, glaube ich, ist das, oder ist das Polyamid in hellgrau? Das Polyamid in hellgrau haben wir einfach offen gemacht. Hier, ach, was mache ich mir jetzt die Arbeit? Ich habe doch eine hier offen. Da ist er. So sieht sie aus. So, erstmal bringst du dann die Gerätebecher da ein und jetzt hast du diesen MTU, das ist der Rahmen, aus schwarzem Metallrahmen. Und da kannst du jetzt diese Datentechnikträger drauf festschrauben. Mhm. Und dass das nicht senkrecht ist, ist ja ein bisschen blöd, immer senkrecht, sondern kannst du ein bisschen abgewinkelt nehmen, so 45 Grad kann man die so da rein versenken. Da musst du dir nur Gedanken darüber machen, was für Module verwendest du. Da gibt es ja viele Hersteller, die das haben, Reichelt, Massari und wie die alle heißen, Telegärtner. Und die werden dann drauf verklickt. Da hast du dir drin. Das heißt, du hast ein fertig konfektioniertes Datenkabel mit einem Jack drauf, der da reingeklickt wird in diesen Datentechnikträger. Und dann kommst du hinterher an mit deiner RJ45 und klickst sie einfach da rein. Das ist eine Datenverkabelung. Das heißt, du musst die nicht zwangsläufig nutzen für eine Stromverkabelung. Du kannst auch Datentechnik nehmen oder auch HDMI oder auch ein USB, was immer du möchtest. Okay, also bist du einfach super flexibel und das kannst du natürlich auch jederzeit dann austauschen, je nachdem, wenn die Kabel da schon liegen. So sieht es aus. Super. Dann machen wir weiter mit der UD Home.
Die UD Home ist passt in diesen Rahmen der Geräteeinsätze auch sehr gut. Und du hast ja schon eine mitgebracht, Carsten. Ja. Wir sehen mal hier beispielhaft, wie man die wunderbar installieren könnte. Hier bei einer Sitzgelegenheit, da fällt sie auch kaum auf. Einfach, weil sie gibt es in verschiedenen Größen. Mhm. Die Zweier, die Vierer und die Neuner. Wir sehen das auch wunderbar hier auf der nächsten Seite. Da sehen wir die verschiedenen Größen. Und da ist es wahrscheinlich ähnlich auch wie vorhin. Das UD Home 2, du kannst ja zwei Fremdgeräte, ist das korrekt? Richtig, das ist die UD Home 2 von innen. Da kann man vielleicht hoffentlich ein bisschen sehen. Und was wir da dargestellt haben, ist, sie haben immer einen fertigen Rahmen. In diesem UD Home 2 hat genau zwei Fremdgeräte, aber die UD Home 2 hat auch die Möglichkeit, dass sie auch zwei Datenträger aufnehmen können. Das heißt, sie können quasi zwei Laptops oder zwei Rechner anschließen mit jeweils getrennten Versorgung und getrennten Datenanschluss. Was die UD Home 2 ausmacht, sie haben ein System, was nivellierbar ist. Das kann man wirklich hoch und runter setzen. Sie haben hier die Möglichkeit, wie Sie auf dem Foto auch sehen können, der Ausstanzungen für Versorgungsrohre. Sie brauchen also quasi kein System aufzubauen mit Kanäle im Estrich und. Sie wissen ganz genau, da hinten, da lasse ich eine Aussparung, da kommt die UD Home hin, da legen wir einfach ein paar Rohre hin, Leitungen hin und gut ist. Sie können mit der UD Home spielen. Sie können einen Deckel nehmen, das ist hier ein Blinddeckel, mit einer ganz kleinen Schnurauslass, das sehen Sie hier, mit einem Griffbügel. Den können wir auch geschlossen halten. Wir können sogar da einen Tubus reinbringen. Was immer Sie möchten, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da ist also wirklich alles, und wenn Sie mal ehrlich sind, selbst in der Edelstahlversion gebürstet, wenn der verbaut ist, der sieht gut aus. Definitiv. Und wir sehen auch wunderbar hier bei der UD Home 2 haben wir ein Ständchen gemacht. Warum? Weil Carsten hat es nämlich auch schon die ganze Zeit in der Hand. Ich habe sie gerade aufgehabt. Das meiste wird zu. Nämlich die UD Home 2, das ist die neue Variante. Ja. Das haben wir quasi im 43-Grad-Winkel, haben wir die Modul 45 hier angeordnet. Und das, welche Vorteile bietet das, Carsten? Jetzt kannst du einen ganz normalen Stecker nehmen. Jeden herkömmlichen Stecker, der muss nicht mehr abgewinkelt sein. Den kannst du da reinstecken, dann bleibt er drin. Da kannst du den Deckel ganz zumachen, dann machst du den Schnurauslass auf. Da können die Leute, Deckel ist zu, Schnurauslass ist auf, nicht vormachen müssen und alles war gut. Das ging vorher nämlich nicht, da muss der Deckel immer ein bisschen offen bleiben, das war eigentlich so dolle. Also hat man sich überlegt, gut, dann machen wir den Deckel neu, den Deckel lassen wir alt, wie er ist, aber wir machen das ganze Innenleben, bringen wir ein bisschen mehr in die Senke rein und so können wir auch Stecker haben und hinterher ist das alles, was Sie sehen nur den Schnurauslass, der hier rauskommt, den Leitungen. Super. Alles klar. Dann kommen wir zu deiner geliebten Bodensteckdose. Ja. R2. Weil da predigst du jedes Mal, wenn du sie siehst, Patrick, die hätte ich lieb gerne auch in der Küche gehabt. Wenn ich mal eine Küche nochmal baue, dann mache ich das. Lasse ich mir einen Platz aus, dann mache ich da kreisrunde Löcher rein. Dann kommt dann diese Bodensteckdose da rein. Weil das ist ideal. Da hast du mit einem Griffbügel, du hast mit einem kleinen Rastschieber, springt die auf, dann kannst du da deinen Stecker abgreifen. Mhm. Und es fällt nicht auf, du hast nicht mehr die Wand. Gut, Wände hast du auch nach wie vor. Aber ich finde es einfach charmant und schick. Ich meine, ich würde es nicht machen im Esszimmertisch, aber in der Küche, warum nicht? Ganz klar. Und wir sehen einfach die Vielzahl auch an Ausführungen, die es da einfach gibt. Und wenn Sie da Interesse auch dran haben, dann können Sie es halt. Ist eine ideale Lösung wirklich für Systemböden. Sie haben diese Bodenplatten, dann mit einem Kreisbohrer gehen Sie da rein, setzen diese Kunststoffhülse da rein und dann sind Sie flexibel. Sie können sich entscheiden zwischen Kupfer, Messing, Stahl, gebürstet, Aluminium. Möchten Sie einen Griffbügel haben, möchten Sie doch einen Polyamiddeckel haben mit Schnurauslass. Also wirklich sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Dann haben Sie irgendwo in Ihrem Systemboden eine GESR2, die wahrscheinlich einen Drucker versorgen kann. Oder auch der besagte Tannenbaum zur Weihnachtszeit, aber Deckel zu, alles gut. Also flexibel hoch 3. Genau. Zu der Flexibilität, das ist auch sehr gut, das ist ein guter Übergang, was das nächste angeht, das nächste Thema. Da sind wir nämlich bei OboConstruct. Es ist auch ein flexibles Tool, nämlich ist das insoweit flexibel, dass egal welches Endgerät Sie nutzen, es immer perfekt Ihrem Endgerät quasi anpasst und somit können Sie Ihre Planung quasi problemlos auch durchführen. Es gibt verschiedene Konfiguratoren, nicht nur den Unterflugkonfigurator, der hier sehr gut passt, sondern wir haben auch viele andere Konfiguratoren auf der Homepage im Bereich Brandschutz, Erdung, Überspannungsschutz. Da können Sie gerne mal auf obo-construct.com sich einfach mal durchklicken und ausprobieren. Das ermöglicht nämlich dieser Planungskonfigurator, dass Sie sofort
schnell und einfach Ihre Planung ohne Registrierung abschließen können. Aber natürlich auch können Sie das mit der entsprechenden Registrierung machen. Und da profitieren Sie dann von den Vorteilen einfach bei dem Konfigurator. Nämlich unter anderem, dass Sie Ihre Planungen personalisieren können. Das heißt auch Materiallisten, Ähnliches können Sie alles personalisieren. Sie haben noch mehr Optionen einfach, die Ihnen zur Verfügung stellen durch die Registrierung, die ja in der Ausarbeitung und Planung für Sie von Vorteil sind. Darüber hinaus haben wir die Schnittstellen auch einfach. Elbridge 2.0, das ist die Schnittstelle zum Großhandel beispielsweise, wie zu unserem Partner Alexander Bürkle, dass Sie quasi Sie haben Unterflug geplant und können die Materiallisten ganz bequem einfach an Ihren Großhändler übertragen und der kann das Material für Sie bestellen. Schauen Sie da gerne mal rein, super flexibel. Oder auch auf YouTube haben wir kurze Erklärvideos zu den Konfiguratoren. Gehen Sie einfach auf die deutsche Seite von Ubo Bettermann und dann sind die vertont mit der charmanten Erklärbärstimme von Carsten Aufsinat. Schauen Sie mal gerne vorbei. Und ansonsten, wie gesagt, stehen wir Ihnen da für Fragen gerne zur Verfügung. Nochmal der Hinweis unsererseits, jeden Freitag sind wir am Start mit den Online-Seminaren zu verschiedenen Themen, ähnlich wie es bei unserem Partner Alexander Bürkle ist in der kommenden Woche und bei einem weiteren dritten Termin. Also wenn es Ihnen gefallen hat, wir würden uns freuen, Sie das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen und sind dann an dem Punkt, Ihre Fragen, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die jetzt gerne, offene Fragen, die vielleicht auf der Strecke bleiben, jetzt erstmal die klären wir ganz natürlich auch im Nachgang und nochmal der Hinweis, wir haben das Material, Infomaterial entsprechend für Sie angefügt, das können Sie sich jetzt noch herunterladen. Hast du noch einen Tipp bei den Geräteeinsätzen, Carsten? Ich habe gerade gesehen, das Schöne da ist, wenn du wirklich ein Polyamid hast, und da hast du nämlich hier so einen Aufkleber drin, bitte keinen Schrubber und kein Wassereimer benutzen. Das heißt, da selbst da ist der Hinweis, Nasspflege bitte nicht vermeidbar. Also wir sind da schon wirklich bemüht, dass Sie da nicht mit irgendwelchen Dingen konfrontiert werden, die hinterher wahrscheinlich in die Hose gehen würden. Nein, das heißt, Tipp ist es wirklich planerisch. Man muss vielleicht auch ein bisschen in Zukunft denken, was heute State of the Art ist, aber heute Motto, da kommen nie mehr Leute hin, kann sich schon nächstes Jahr erübrigt haben, dass man doch da mehrere Arbeitsplätze einrichten musste. Darum, aber das weißt du, ich wiederhole mich da gerne, Reserven mit einplanen. Okay. Ja, an dieser Stelle, glaube ich, sind wir am Ende. Fragen gibt es hier keine. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken bei Ubo Bettermann, bei den Webinar-Teilnehmern. Probieren Sie die Produkte aus. Ich kann Sie nur ermutigen, hier den Konfigurator auch auszuprobieren von Ubo Bettermann. Ansonsten bleibt mir nur Danke zu sagen an Herrn Aussnatt und an Herrn Wickeshof, ja, für Ihre Ausführungen und freue mich auf neue Anmeldungen von unseren Kunden wie auch von unseren Mitarbeitern. Vielen Dank. Auch unsererseits vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir an diesem Donnerstag dabei sein durften und freuen uns auf die nächsten Termine. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.